Willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute dreht sich mal wieder alles um nachhaltige Mode, aber nicht in dem Sinne, wie es sich sonst auf meinem Kanal so äußert. Normalerweise mache ich ja Videos zum Thema Styling, Secondhand, Mode, Vintage-Mode, wie man aus alten Sachen neue näht. Also so zu 90% der ganzen Sachen, die ich zeige, die sind nachhaltig. Und mir ist es halt immer ein Anliegen zu zeigen, dass es möglich ist, jung und trendy sich zu kleiden und trotzdem auf die Umwelt zu achten. Das ist eigentlich so meine Message, die ich rüberbringen möchte. Und ich verurteile halt auch absolut niemanden, der aus, was weiß ich, welchen Gründen eben nicht nachhaltige Kleidung einkauft. Allerdings verurteile ich die Marken, die von sich selbst behaupten, dass sie nachhaltig sind, aber vielleicht doch nicht so ganz darauf achten, wie sie vielleicht tun. Wir werden jetzt sicher viele von euch schreiben, hey Michelle, schau doch mal bei Saschka vorbei. Ist schon passiert, das ist tatsächlich eigentlich so der Anstoß gewesen, warum ich dieses Video hier drehe. Ich habe mich davor eigentlich nicht wirklich getraut. Und jetzt springe ich mal über meinen eigenen Schatten. Das ist zum einen mal so ein Punkt, der mich ein bisschen in diese Richtung geschubst hat. Zum anderen bin ich natürlich selber jemand, der sehr auf nachhaltige Mode achtet. Hinter mir, das was ihr seht, ist der ganze Vintage- und Secondhand-Drop für mein eigenes Fair-Fashion-Label, was bald online gehen wird. Also nochmal für alle, die mich nicht kennen, ich arbeite Vollzeit als Influencerin, YouTuberin und so weiter und so fort. Und ich habe vor 2 Jahren mein eigenes Fair Fashion Label gegründet. Ich habe damals angefangen mit Secondhand und Upcycled Vintage Pieces, also Teile, die ich eben umgenäht habe und dann verkauft habe. Secondhand ist auch immer noch ein Bestandteil, aber vor einem halben Jahr habe ich meine erste eigene nachhaltige Kollektion rausgebracht, komplett selbstfinanziert von meinem eigenen Geld. Also ich habe da halt wirklich mein Erspartes, meine Zeit, alles reingesteckt. Ich habe mal den Anfang gemacht mit einer Capsule Collection. Das sind 3 Designs, sehr simpel, aber doch sehr durchdachte Designs. Mein Gedanke dahinter war halt einfach, dass man das mit jedem Secondhand-Teil und anderen Sachen gut kombinieren kann, dass es zeitlose Teile sind, die nicht aus der Mode kommen. Warum erzähle ich euch das? Das ist der Grund, warum ich doch sehr viel Insight habe, wie das Ganze hinter den Kulissen abläuft, wenn man nachhaltige Mode produziert. Also ich habe natürlich Insight auf alle Kalkulationen, Planungen, verschiedenste Auswahlmöglichkeiten von Stoffen, wo man sich wie Kosten sparen könnte, und ich dachte mir, dass es ein sehr interessanter Punkt sein könnte, wo ich so ein bisschen von meinem Wissen her einbringe. Heute fühlen wir mal Lelyn auf den Zahn und schauen mal, wie nachhaltig sie eigentlich wirklich sind. Kurz vorweg, alle Quellen und Artikel, auf die sich jetzt dieses Video bezieht, sind in der Infobox verlinkt. Großer Baustein davon ist der Artikel von Anja Himser über Lelyn. Den hat sie Mitte letzten Jahres, also 2020, rausgebracht. Großes Shoutout an sie. Tatsächlich haben sich sehr viele andere Artikel auch nur auf ihren Artikel bezogen. Das bedeutet, dass die meisten Informationen aus diesem Video tatsächlich nicht direkt Stand 2021 haben. Es kann sein, dass sich bis zum jetzigen Zeitpunkt Aspekte verändert haben. Wer oder was ist Lelyn? Lelyn ist ein nachhaltiges Modelabel, so betiteln sie sich, das hauptsächlich Werbung über Instagram betreibt. Ich bin mir sicher, dass ihr diese Marke schon bei dem einen oder anderen Influencer in der Story oder im Feed gesehen habt. Sie spezialisieren sich hauptsächlich auf Leggings, so Lounge, Comfywear, wie ich das jetzt so rausgehört habe. Jumpsuits bieten sie auch an, die aus Bambus hergestellt und produziert werden. Das wird natürlich auch immer in allen Instagram-Stories sehr hervorgehoben, wie nachhaltig Lelyn nicht ist, weil sie Bambus als Rohstoff für ihre Kleidung verwenden. Allerdings wird die Kleidung aber aus Bambusviskose hergestellt. Das ist eine Mischfaser. Das bedeutet, es ist eine zellulosische Chemiefaser. Ja, der Rohstoff dieser Faser mag Bambus sein, aber um dann am Ende einen Bambusviskosestoff zu bekommen, muss dieser Rohstoff durch einen chemischen Prozess laufen, was sehr umweltschädlich ist, da zahlreiche, auch teils hochgiftige Chemikalien zum Einsatz kommen. Dazu kommt, dass in vielen Produktionsländern weder geschlossene Kreisläufe noch Filteranlagen zum Einsatz kommen, was natürlich zu einem erheblichen Umweltproblem führt. An der Stelle möchte ich mich nochmal einklinken und euch mitteilen, dass ich nochmal recherchiert habe und eben nicht alle ihre Kleidungsstücke aus Bambusviskose bestehen. Es ist etwas weniger als ein Drittel, was aus Bambusviskose besteht. Vielleicht war das etwas in der Vergangenheit und sie haben daran gearbeitet. Allerdings sind die Styles, die aus diesem Material bestehen, irgendwie trendiger. Das bedeutet, die sind wahrscheinlich neuer, also verstehe ich den Prozess und den Gedanken dahinter nicht so ganz. Also die meisten Produkte bestehen aus Bambus und Elastan, danach kommen ganz hochwertige Viskosefasern wie Tencel, Ecovair und Lancing, und danach folgen dann die Bambus-, Viskose- und Elastan-Produkte. Was ich persönlich etwas verwirrend fand, war, dass auf ihrer About Us-Seite bei den Materialien angegeben ist, dass sie eben mit den nachhaltigsten Viskosefasern arbeiten, aber eben nicht angeben,
gegeben, dass diese Faser nur bei einem Drittel ihrer Kleidung verwendet wird. Vor allem bei den Bambus-Viskose-Mischungen gibt es absolut keine Angabe, was für eine Viskose das ist. Und wie wir alle wissen, meistens wird diese Viskose nicht nachhaltig gewonnen. Das Video soll wirklich nur aufklären und ich möchte einfach einen objektiven Blick auf das Label geben. Zur Qualität der Kleidung kann ich persönlich nichts sagen, ich habe noch nie etwas von ihnen getragen, aber was ich so mitbekommen habe, auch größtenteils von Influencern, soll die Kleidung wohl angenehm auf der Haut zu tragen sein. Wie sie verarbeitet ist, weiß ich nicht. Zusätzlich haben sie nirgendwo angegeben, mit welchen Fäden sie denn die ganze Kleidung vernähen, also mit welches Garn sie verwenden. Das lässt mich annehmen, dass sie Polyester als Garn verwenden, was ebenfalls nicht nachhaltig ist. Apropos Produktionsstätte, wo produziert Lelün eigentlich? Also laut ihren Angaben haben sie 50 Näherinnen im Distrikt Qingpu, das ist so nahe Shanghai, und in anderen Produktionsstätten in China. Unter anderem produzieren sie aber auch teilweise bei Modalprodukten, wie zum Beispiel mit Tencel, in Produktionsstätten in der Ukraine und in der Türkei. Um noch genauer auf die Produktionsbedingungen und die Produktionsstätte einzugehen, habe ich mal ein bisschen gegraben und Lelün gibt auf ihrer Website an, dass ihre chinesischen Produktionsstätten Amphori zertifiziert sind. Siegel klingen immer gut, sie geben den Konsumenten ein sicheres Gefühl, da Kunden normalerweise der Brand vertrauen und dann nicht davon ausgehen, dass sie überall Research betreiben müssen. Aber was ist Amphori überhaupt und was sagt dieses Siegel aus? Ich habe mich mal auf die Suche begeben und bin auf der Amphori-Website gelandet, wo sie all ihre Mitglieder aufzeigen. Wie man hier gut sehen kann, einer ihrer Mitglieder ist About You, was mich schon mal in Frage stellen lässt, was dieses Siegel oder Zertifikat eigentlich überhaupt aussagen soll. Und unter anderem habe ich dann natürlich nach Lelün gesucht, Lelün zusammengeschrieben, auseinandergeschrieben in verschiedensten Ländern, obwohl ihr Firmensitz in Deutschland ist, aber es ist nichts aufgetaucht. Okay, dann gibt es noch die Möglichkeit, dass sie ja geschrieben haben, dass ihre Produktionsstätten in China Amphori zertifiziert sind, dass man die findet. Sie haben allerdings nirgendwo auf ihrer Website ihre Produktionsstätte namentlich genannt, beziehungsweise nur bei einer gemeint, in welchem Distrikt diese sein soll, in der Nähe von Shanghai. Bisschen schwierig, bisschen undurchsichtig. Aber da man bei Amphori sehr leicht nach Ländern filtern kann, wenn man dieses Häkchen anklickt, kommen einfach alle registrierten Mitglieder aus China. Und ja, Leute, ich weiß, ich sehe die Kommentare, ich sage China, ich komme aus Österreich, hier nennt man das so, ich weiß, in Deutschland sagt man China, whatever, unwichtig. Ich habe mich tatsächlich durch alle durchgedrückt, auch wenn die Namen und alles nicht wirklich darauf hingewiesen hat, dass das irgendwie Kleidungsmanufakturen sind. Und ich habe auch keine finden können. Ich könnte jetzt wirklich den Benefit of the Doubt geben, dass dieses eine Logo, diese eine Firma, die man nicht anklicken konnte, ihre Manufaktur ist. Aber das ist zumindest das, was ich gefunden habe. Wie gesagt, das ist meine eigene Research. Es kann natürlich sein, dass ich irgendwas übersehen habe. Außerdem pochen sie in ihren Beschreibungen sehr darauf, dass diese chinesischen Betriebe Familienbetriebe sind und erzeugen so das Bild, dass es so eine ganz kleine Manufaktur sein soll. Aber ich weiß aus eigenen Erfahrungen, dass ganz kleine Manufakturen und Familienbetriebe meistens nicht zertifiziert sind, weil Zertifizierungen extrem teuer sind, um sich irgendwo anzumelden, um Mitglied zu sein und sich diese Betriebe das gar nicht leisten können. Noch eine Sache, die sie auf ihrer Seite angeben bezüglich ihrer Produktion. Hier steht ganz deutlich, unsere eigene Produktionsstätte, in der wir unsere Bambusviskose produzieren, ist ein Familienunternehmen, mit dem wir auf Augenhöhe zusammenarbeiten. Okay, das sagt hier aber nichts darüber aus, was für Bedingungen die Näher haben, was das für Betriebe sind. Und darunter wird dann auf die Näherinnen eingegangen. Ich finde persönlich, dass das irgendwie einen falschen Eindruck erweckt, weil man sofort das Familienunternehmen mit den Näherinnen assoziiert. Unsere Näherinnen stammen aus dem Ort der Nähstätte und die meisten sind seit vielen Jahren bei uns. Komisch nur, dass die Firmengründung 2019 stattgefunden hat. Ich meine, viele Jahre ist ein sehr dehnbarer Begriff, aber das kann jeder für sich selbst definieren. Was ich auch äußerst spannend finde, ist, dass der Kanal Offen und Ehrlich erst vor kurzem ein Video über Oceans Apart hochgeladen hat, wo auch das Amphori-Siegel bzw. die Zertifizierung eine Rolle gespielt hat. Und dabei rauskam, dass Oceans Apart eigentlich gar nicht Amphori-zertifiziert war. Die haben nämlich Folgendes geschrieben. Weder Oceans Apart noch Rise Up Fashion, das ist die Firma hinter Oceans Apart, waren oder sind Amphori-Mitglieder. Ich bin mir natürlich dessen bewusst, dass es zwei unterschiedliche Unternehmen sind, es sind andere CEOs, es sind andere Firmen eingetragen. Ich finde es trotzdem extrem interessant, wie viele Gemeinsamkeiten diese Brands nicht haben. Sie haben beide sehr hohe Preise,
sagen, dass sie nachhaltig sind, locken mit Rabattcodes von bis zu 50% oder schenken irgendwelche Teile dazu, fokussieren im Marketing sehr auf Instagram bzw. Social Media und dann sagen auch noch beide Firmen, dass sie Amphorid zertifiziert sind. Okay, das war mal alles, was bei meinen Recherchen über die Produktionsstätten in China rausgekommen ist. Like, give me a break. Es ist einfach so viel. Laut dem Artikel, wo der CEO von Lelun auf ein paar kritische Fragen geantwortet hat, haben sie tatsächlich die Produktionsstätten selber noch nie besucht. Das heißt, sie wissen eigentlich gar nicht wirklich, was dort in echt vorstatten geht. Also im Großen und Ganzen ist das einfach etwas Information über ihre Produktionsstätten, aber wirklich was schwarz auf weiß, irgendwelche Statements, warum sie nachhaltig sind oder wie nachhaltig diese Produktionsstätten in China zum Beispiel sind, hat man nicht. Kommen wir zur Preisklasse von Lelun. Durchschnittlich kostet bei ihnen ein Oberteil, glaube ich, ungefähr 60 Euro und ein Jumpsuit kann bis zu 140 Euro kosten. Ich persönlich würde sagen, wenn das wirklich fair produziert ist, sind das faire Preise. Allerdings, wenn man auf die Website geht, zum ersten Mal was bestellt, bekommt man gleich mal einen Willkommensrabatt von -50%. Also ich sag's euch mal unter uns von Unternehmer zu Zuschauer. Die meisten Rabatte, die über 10% sind, machen eigentlich für das Unternehmen keinen Sinn mehr. Aber da wir alle wissen, dass Unternehmen profitorientiert denken, würde mir das hier zum Beispiel schon mal zu denken geben. Also wie schon gesagt, sie betreiben ihr ganzes Marketing eigentlich über Instagram und arbeiten mit sehr vielen Influencern zusammen. Diese Influencer bieten dann auch sehr oft Rabattcodes an, die ziemlich hoch sind. Also sie arbeiten sehr oft mit Rabattcodes von über 40%. Was für jeden logisch denkenden Menschen im Endeffekt keinen Sinn mehr ergeben würde. Und wie ich euch schon erzählt habe, ich habe auch mit ein paar Kollegen Kontakt. Ich habe einmal bei einer Bekannten von mir auf ihre Story geantwortet, weil sie mit ihnen zusammengearbeitet hat, dass sie vielleicht doch nicht so nachhaltig sind, wie sie sich nach außen hin positionieren. Sie hat mir daraufhin bestätigt, dass sie das gar nicht wusste und ich habe ihr mal die Infos zugeschickt und so, dass sie sich das durchlesen soll. Und sie hat halt gemeint, ja, das stimmt, dass das explizit ins Briefing geschrieben wird, dass man erwähnen soll, dass das Ganze eine nachhaltige Modemarke ist. Was ich persönlich schon sehr kritisch finde. Also wenn wirklich so darauf gepocht wird, mit diesen ganzen Fakten, die wir hier vor uns liegen haben, weiß nicht, hat ein bisschen einen bitteren Beigeschmack. Falls sich jetzt vielleicht jemand von euch fragt, Michelle, es ist mir egal, ob dieses Unternehmen dann noch Profit macht. Ist doch gut, wenn ich die Sachen günstiger bekomme. Das Problem bei Rabattcodes ist einfach, dass sie zu Wegwerfkonsum führen und unter anderem in eine Preisspirale pushen. Es vermittelt einfach Menschen das falsche Preisbild, was nachhaltige Mode denn kosten darf. Und dadurch erzeugt das Ganze einen Preisdruck für Konkurrenzunternehmen. Zum Beispiel für mich, wenn ich die Preise von ihnen sehe und mir denke, oh, ein T-Shirt kostet nur 30 Euro, ich produziere auch nachhaltig, ich muss da mithalten, weil sonst kaufen die Leute vielleicht dort. Wisst ihr, was ich meine? Außerdem haben sie halt sehr mit diesen Hashtags, Hashtag Lelun Family und so weiter geworben, was halt einfach den Kunden reinziehen soll. Das ist einfach eine Marketingstrategie, was einem so ein Gefühl von Verbundenheit vermitteln soll. Ich weiß nicht, das ist halt jedem Unternehmen selbst überlassen. Mich persönlich spricht das halt nicht an. Ich finde, der Fokus sollte halt wirklich auf der Kleidung liegen und nicht Lelun Family, wir lieben uns alle. Das ist halt wirklich total subjektive Präferenz. Ich persönlich weiß, dass viele nachhaltige Influencer mittlerweile aufgehört haben, mit ihnen zusammenzuarbeiten. Das kann auch jeder so interpretieren, wie er selber möchte. So, und jetzt kommen wir zum vielleicht, wie ich finde, spannendsten Teil des Videos. Und zwar werde ich euch mal jetzt nicht aus einem Artikel recherchiert, sondern aus meinem eigenen Wissen heraus die Kalkulation für meine eigene erste Fair Fashion Kollektion aufzeigen und somit die Preise von Lelun mal vergleichen, analysieren und in Frage stellen. Also wie schon erwähnt, bei ihnen kostet ein Oberteil ungefähr 60 Euro und ein Jumpsuit bis zu 140 Euro. Sie arbeiten sehr oft mit Rabattcodes von bis zu -50%, was unglaublich, unglaublich viel ist und so absolut, nee. So, ich nehme hier jetzt mal meine Preiskalkulation für mein Oversize Unisex Shirt zur Hand, weil ich einfach denke, dass sich das am besten widerspiegelt. Der Price Point von dem Shirt sind nämlich 59 Euro und da Lelun dasselbe kostet, denke ich, ist das mal ein ganz guter Anhaltspunkt. Okay, die Background-Information zu dem Shirt. Das Shirt wird aus 100% organischer Baumwolle hergestellt. Die Fäden von dieser Baumwolle sind GOTS zertifiziert. Wir haben das T-Shirt mit Tencel-Fäden vernäht, also auch eine nachhaltige Faser, anstatt Polyester zu verwenden. Und das T-Shirt sowie die ganze Kollektion wird in Bulgarien hergestellt, in einem ganz kleinen Familienbetrieb. Falls euch mehr Informationen dazu interessieren, das findet ihr alles auf der Website. Es sieht ein bisschen karg aus, also ihr könnt alles in der FAQ-Section nachlesen, aber ich möchte definitiv einen eigenen Blog-Eintrag schreiben und so, es dauert einfach so lange. Aber falls ihr Informationen wollt oder mehr wissen wollt und euch das alles in der FAQ-Section nicht reicht, könnt ihr mir gerne eine E-Mail schreiben. Auf jeden Fall, das Shirt wird in Bulgarien hergestellt, in einem ganz kleinen Familienbetrieb. Der Familienbetrieb ist nicht zertifiziert, weil er einfach zu klein ist. Also die Arbeiter dort bekommen das Vielfache von ihrem Mindestlohn bezahlt, Urlaub,
Lunch, alles ist mit dabei. Also ich habe die Kalkulation. Das T-Shirt kostet im Bruttoverkaufspreis 59 Euro. Das bedeutet, der Nettoverkaufspreis vom T-Shirt sind 49,20 Euro. Da wir natürlich, wie alle wissen, 20% Umsatzsteuer bezahlen müssen. Die Materialkosten pro Stück, pro T-Shirt, betragen 9,10 Euro. Und die Herstellungskosten betragen 9 Euro. Das bedeutet, der Einkaufswert der Ware liegt bei 18,10 Euro. Normalerweise rechnet man in der Branche mit einem Markup von 3, um etwaige Kosten zu decken und dann am Ende immer noch Profit zu haben. Wir haben in dem Fall bei dem Shirt mit einem Markup von 2,7 gerechnet. So kommt man dann auch auf diesen Verkaufspreis. Das bedeutet, die Marge, also das, was dazwischen übrig bleibt, wovon dann noch etwaige Kosten, die ich euch noch aufzählen werde, abgezogen werden. Die Marge beträgt 63%. Und in Euro sind das 31,10 Euro, die ich mit einem T-Shirt machen würde, sozusagen. Aber, das ist natürlich noch nicht alles Profit. Von diesen 31,10 Euro muss ich einen gewissen Prozentteil an meine Businesspartner abgeben. Dann werden unter anderem von dem Umsatz, also jetzt nicht alles von dem einen Shirt, aber von allem, von dem Umsatz, von allen Teilen, die man verkauft, bestimmte Kosten abgezogen, wie zum Beispiel Angestellte, Gehälter, Arbeitszeit, Logistik, Verpackungen, man braucht etwas zum Lagern. Dann, wenn man zum Beispiel Kampagnen-Shootings hat, kostet das natürlich auch was. Location, Videograf, Model, Fotograf und so weiter. Unter anderem kostet die Produktentwicklung von einzelnen Designs auch definitiv etwas Cash. Also das und natürlich noch die Grundkosten zur Instandhaltung, also zum Beispiel Domain, Shopify und Abgaben an Zahlungsanbieter wie zum Beispiel Klarna, PayPal, Visa. Was viele vielleicht nicht wissen, ist, dass wenn man mit Klarna, mit irgendeiner Bezahlungsmethode bezahlt, gehen 2% von dem, was man bezahlt, an diese Anbieter. Der Anbieter, über den ich meinen Shop laufen lasse, verrechnet zum Beispiel auch noch, ich glaube, 2% von jedem Sale. Das ist eigentlich so krass, ne, wie viel da alles abgezogen wird. Das muss ich auch noch an die zahlen, zusätzlich zu einer monatlichen Fee. Das sind alles Kosten, die noch davon abgezogen werden. Also am Ende bleibt nicht wirklich besonders viel übrig von einem T-Shirt, was brutto 59 Euro kostet. Ach ja, und bevor ich es noch vergesse, das, was am Ende übrig bleibt, wird dann auch nochmal versteuert. Also good luck with that. Was ich auf jeden Fall noch herausheben möchte, ist, dass diese Preise sich auf eine kleine Produktionsstätte mit einer kleinen Auflage beziehen. Also eine kleine Auflage ist in meinen Augen 150 Teile. Ich bin mir sicher, Lelün produziert um einiges mehr, aber wenn es um faire und nachhaltige Bezahlung geht, weiß ich ziemlich sicher, dass die Differenz nicht so groß sein kann wie eine 50-prozentige. Ich kann es gar nicht aussprechen, ohne zu lachen. Wir haben 50-prozentiger Rabattnachlass. Wenn man jetzt einfach mal Basic Math macht, ich orientiere mich mal an meinen Preisen von der Produktion. Sie geben 50% Rabatt, das heißt, ein Oberteil kostet 30 Euro. Man zieht die Produktionskosten ab und bleiben einem 9,90 Euro. Ja, 9,90 Euro minus den ganzen Kosten, die ich vorhin erwähnt habe und dann nochmal versteuert. Ich würde sagen, es gibt hier zwei Optionen. Entweder sie sind praktisch Charity und produzieren wirklich so viele Teile für so geringen Profit, um irgendwie die ganzen Kosten decken zu können und sich erhalten zu können. Oder irgendwas stimmt bei den Produktionsbedingungen nicht. Und last but not least kommen wir zu einem Punkt, so ein bisschen Influencer-Tea nenne ich es jetzt mal, den ich bis jetzt noch nie irgendwie auf YouTube thematisiert gesehen habe. Und zwar geht es um Bezahlung. Um genauer zu sein, um faire Bezahlung, so wie es Lelün selber auch auf ihrer Website angibt. Hier schreiben sie nämlich, faire Arbeitsbedingungen und eine faire Bezahlung sind für uns nicht nur Grundvoraussetzungen, sondern Herzensanliegen und werden jedem einzelnen Mitglied unserer Lelün-Family entgegengebracht. Egal ob unsere 50 Näherinnen in unserer Fabrik in Qingpu-Distrikt außerhalb von Shanghai oder unseren kreativen Mitarbeitern und Marketeers in unserem Hauptsitz in Berlin. Interesting. Lelün ist vor über einem Jahr, also wirklich Anfang 2020, in meine, nicht DMs, sondern E-Mails geslidet. Und das hier ist auch wirklich überhaupt kein Shade an irgendwelche Mitarbeiter. Der Kontakt war super nett und freundlich, alles konform. Ich habe tatsächlich Anfang 2020 überlegt, ob ich mit ihnen zusammenarbeiten soll, weil ich nicht wirklich einen genaueren Blick auf die Brand geworfen habe und mir dachte, nachhaltig, mega. Ich sehe echt viele Leute um mich herum dafür werben und to be honest, ihr wisst, wenn ihr mich kennt, meine finanzielle Situation, ich hätte das Geld gut gebrauchen können. Okay, soweit, so gut. In der E-Mail stand natürlich auch explizit, dass sie eine junge Slow-Fashion-Brand aus Kalifornien, worüber ich halt zum jetzigen Zeitpunkt überhaupt nichts mehr auf der Website finden konnte,
sind. Auf jeden Fall war ich damals dementsprechend interessiert, weil ich mir dachte, Slow Fashion Brand, mega. Habe ihnen mein Media Kit durchgeschickt und meine Preise für die Deliverables, die sie haben wollten. Zurück kam die Antwort, wir sind noch ein sehr junges Unternehmen. Wenn man bei der Produktion auf Nachhaltigkeit, Qualität und Fairness achtet, sind die Gewinnmargen einfach nicht so hoch wie bei den großen Fast Fashion Konzernen. Deshalb sind unsere Budgets für Kooperationen auch nicht so hoch. Bei deiner Reichweite könnte ich dir vorerst 150 Euro für 3 Stories anbieten. So, für alle, die sich nicht auskennen im Influencer-Raum, ich weiß, 150 Euro sind nicht wenig Geld. Aber bei einer Story-Reichweite von 11.000 Views sind 150 Euro viel zu wenig. Und dementsprechend ist das keine faire Bezahlung. Ich finde das Argument mit, wir sind ein ganz neuer Konzern, ein junges Unternehmen, die Gewinnmargen sind nicht hoch, wir achten auf Fairness, abgesehen davon, dass das überhaupt kein faires Angebot war. Ich weiß, man muss Angebote nicht annehmen, aber trotzdem. Ich finde, das zieht einfach nicht, weil ich schon damals Anfang 2020 die Brand bei ganz vielen Influencern gesehen habe. Und inwiefern ist das fair, wenn man jedem dasselbe erzählt, dass man nicht viel Budget hat, jeden zu wenig bezahlt, obwohl man auch vielleicht weniger Leute buchen könnte und diese dann fair bezahlt. Das ist leider ein Thema, was zu wenig angesprochen wird, weil viele Influencer einfach in einen Topf geworfen werden und ja, wir bieten keinen Mehrwert und dies, das, bla bla bla, was einfach extrem schade ist. Und das Schlimme ist, dass das Firmen, die sich fair betiteln oder Firmen, die in dieser Nachhaltigkeitsbubble unterwegs sind, oft versuchen auszunutzen und daherkommen mit Anfragen von wegen, ja, wir sind fair und wir sind sozusagen, wir machen was Gutes für die Welt, wir wollen auch alle Arbeiter fair bezahlen und das ist fair und das ist nachhaltig, aber dich? Dich bezahlen wir nicht fair. Wenn ein Unternehmen komplett fair ist, dann bezahlt es auch faire Gehälter. Auch am ganz, ganz letzten Punkt beim Marketing bei den Influencern. Und das ist halt wirklich schade. Ich will damit nicht sagen, dass man nicht für weniger Geld auch was machen kann, wenn man die Firma und das Unternehmen unterstützen möchte, wenn man wirklich weiß, hey, das ist ganz neu, das ist wirklich von einer Person gerade gestartet worden oder mir gefällt die Philosophie. Aber solche E-Mails sind in 90% aller Fälle Lügen und Ausreden. Just in case, falls irgendein Influencer gerade zuhört. Was ihr jetzt mit dieser Information macht, das bleibt ganz euch überlassen. Ich wollte euch einfach nur mal einen Insight geben und so eine kleine Analyse aufbereiten. Falls euch dieses Video gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben und einen Kommentar freuen und natürlich auch ein Abo, falls ihr mich noch nicht kennt. Ansonsten bedanke ich mich vielmals bei meinen Kanalmitgliedern, die mir das ermöglichen, dass ich überhaupt regelmäßig Videos drehen kann. Ganz besonders danke ich meinen Tier 2 und Tier 3 Subs, die ihr jetzt im Bildschirm eingeblendet seht. Falls euch eine Kanalmitgliedschaft interessiert, schaut einfach in die Infobox oder auf den Button rechts neben dem Abo-Button. Und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video wieder. Passt auf euch auf, bleibt gesund. Ciao.